bin zwar sehr motiviert und auch, ich glaube, engagiert, aber wir sind ja, wir müssen realistisch bleiben. Der Motor ist ziemlich an, der Motor 108 Grad, kann das sein? Entweder wird es eh mein letztes Rennauto, was ich mir jemals angeschafft habe, aber ich werde mir nie wieder ein gebrauchtes, 3 Jahre altes Rennauto kaufen. Ich habe einfach jetzt gesagt, so, jetzt vielleicht ist es ja auch nur so, ich muss ja auch mal aus meiner eigenen Komfortzone raus, das muss sich ja auch mal eklig anfühlen. Und das ist aber so, dass das gar nicht eklig ist, weil du drehst dich so schnell weg. Das ist nicht wirklich eklig. Aber er dreht sich dann weg, das ist definitiv so. Es kreist so ein bisschen der Scheißhaufen über uns. So kann man es sagen. Für heute steht ganz klar auf dem Plan nochmal Setup. Wir haben 4x1 Stunde. Natürlich, dass der Heiko jetzt fährt, müssen wir uns halt auch nochmal überlegen, wie wir das mit dem Fahrerwechsel machen. Das mit Nico war auf dem richtigen Weg, sage ich mal, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird noch weniger Probleme bei uns, weil du bist nicht so groß. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir das Auto schnell hinkriegen, also schnell und fahrbar kriegen. Fahrbar war es ja schon. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir noch vor der ersten Sessions dieses Race Logic vielleicht ans Laufen kriegen, damit wir auf jeden Fall immer uns schon dran gewöhnen und wissen, wie das Ding funktioniert. Weil es geht ja nicht nur ums Fahren, sondern auch diese ganze Ein- und Ausfahrzeit. Das ist klar, 70 Sekunden, ne? Da gab es ja mal eine Änderung an einem Renntag, ne? Habe ich mal gelesen, aber es ist jetzt 70 Sekunden. Okay. Also wir haben jetzt 4 Fahrstunden plus morgen noch mal eine Stunde plus die letzte, die wir wirklich rein raus Fahrerwechsel probieren sollten. Es kommt natürlich auch noch drauf an, ne? Bleibt es trocken, regnet es. Da müssen wir morgen auf jeden Fall noch mal zwischenschieben in der letzten Stunde, wäre mein Plan, Reifenwechsel. In der letzten Session, einfach nur Reifenwechsel. Weil das haben wir ja gesehen, wenn es dann irgendwann mal regnet. Hier hat es ja schon gestern geregnet, ne? Dass wir da auf jeden Fall auch vorbereitet sind. Mit den Getränken, was soll ich noch mal sagen, Flo? Ja, dass wenn sich einer was rausnimmt, direkt neu wieder kalt stellt. Also neu wieder kalt stellt. Und wie immer ein bisschen auf die Optik hier achten, dass hier nichts rumfliegt. Aber wir sind so wenig Leute, das sollte eigentlich funktionieren. Morgen kommt der Nico und der Lukas, beziehungsweise heute Abend kommen die schon. Wir müssen ja noch Memotec einbauen. Ja, und sonst hoffen wir mal, dass das irgendwie relativ spaßig und gut wird hier für uns. Ne? In diesem Sinne, dann... Fangen wir mal an. Also Frühstück ist da. Herzlich willkommen zu unserem ersten GT Masters Video. Wir haben gerade Donnerstagmorgen, ganz früh. Unser aller Hulk, Herr Hammel, ist auch am Start. Ja, wir haben gerade schon ein kurzes Team-Meeting gemacht. Wir sind ein sehr kleines Team, weil der Nico musste kurzfristig heute absagen. Kommt erst morgen, unser Reifenmann. Ist ja auch jemand, der nur als Freelancer bei uns arbeitet. Und der Lukas, der zweite Mechaniker, wird auch erst ab heute Abend dazu stoßen. Für uns gilt es heute, wir haben 4 Fahrstunden, 4x1 Stunde, nochmal wirklich Richtung Setup-mäßig was zu machen. Und die Abläufe, die sind natürlich für uns neu, habe ich alles schon erklärt. Werden wir uns auch nochmal versuchen, extrem zu bemühen, das zu verbessern. Ja, und dann steht morgen nochmal was an, da kommen wir morgen dann zu. Aber ja, Heiko, was sagst du heute so? Was steht für dich heute an? Denk, du das Auto für mich fahrbar kriegen? Also bis jetzt war ich eigentlich nur eingeplant, so ein bisschen hier mithelfen, den Kevin zu belustigen. Und über das Cupra-Video zu sprechen. Ich habe gesehen, das geht ja richtig viral, dass ihr ein Cupra-Video machen wollt. Da müsst ihr auch noch mal das Drehbuch anpassen, glaube ich. Ja, ich hätte schon irgendwo, also man bereitet sich auf so ein Wochenende irgendwie anders vor, wenn man weiß, man hat eigentlich mehr so einen Background-Job wie jetzt, wenn man einfach voll im Trinkt Fokus man mehr steht. Bier oder weniger? Das ist die Frage. Also ich habe jetzt weniger drin. Du dafür mehr im Urlaub? Ich komme ja gerade aus dem Urlaub jetzt. Ich bin heute Nacht aus dem Urlaub gekommen. Sieht man, oder? Jetzt müssen wir erstmal alle Dinge, die eigentlich bisher den Nico trainiert hat, also sprich Fahrradwechseltraining mit dem Danny, mich überhaupt wieder mit der Sache zu beschäftigen, was alles da auf uns zukommt mit Pit, also sprich Pit-In-Line, Pit-Ausfahrt, so dass man da irgendwo unter 1,5 Sekunde landet. Am Ende, dass man nicht irgendwo nachher bei 5 Sekunden Verlust in dem Boxenstoppfenster sind. Und so einfach mal diese grundsätzlichen Dinge, dass die mal laufen und gleichzeitig halt im Setup weiterarbeiten,
weil man sich halt im Klaren sein muss, wenn man im Setup irgendwo Zehntel liegen lässt und vielleicht fahrerisch auch das ein oder andere Zehntel fehlt auf die absolute Vollprofis, die hier als Werksfahrer ja eigentlich fast ausschließlich unterwegs sind, ist man relativ schnell bei einer Sekunde Rückstand, was dann hier schon ungefähr der Platz 30 oder sowas bedeutet. Wir wollen wirklich cool ab heute 4 coole Tage hier haben, mal ein anderes Motorsportformat erleben, ich glaube auf höchstem Niveau. Und wir gucken einfach, dass wir das Beste machen. So. Und mehr habe ich niemandem versprochen. Mir selber auch nicht, glaube ich, das ist auch ganz wichtig. Ich bin zwar sehr motiviert und auch, ich glaube, engagiert. Aber wir sind ja, wir müssen realistisch bleiben. Ne? Deswegen, wir gucken mal, wo man steht mit unseren Möglichkeiten. Das wissen wir dann, ne? Mal gucken mal wirklich, wo wir stehen nach dem Sonntag. Entweder hinten auf der Tribüne oder irgendwo, dass es Sinn gemacht hat. Also fangen wir mal an. Sagen wir nach unserem ersten freien Training.
Also zumindest haben wir das ABS aussortiert. Genau, wir haben gebrauchte Räder der ABS wieder. Also wir haben jetzt gerade, du kannst jetzt gar nicht sagen, du hast eine schwache Vorderachse oder schwache Hinterachse, sondern das ganze Auto struggelt halt. Also du hast im Turning übersteuert, dann hast du den Mid-Corner, wenn du keine Last drauf hast, dieses typische Untersteuern, was du mit dem Lambo also grundsätzlich haben. Und wenn du das Gas gehst, ist die Traktion auch extrem schlecht. Wisst ihr das, was wir, also wir haben jetzt eigentlich nichts groß geändert an dem Stand von Matchnummer. Und so ist halt jetzt, man schaut, dass die Strecke halt extrem grün ist. Also der hat halt grundsätzlich gar keinen. Also okay, aber wir sollten jetzt gucken, jetzt fahren ja jetzt noch andere Rennserien, dass wir wirklich dann relativ schnell was machen, nachdem du dann ein paar Runden gefahren bist, weil sonst läuft uns auch ein bisschen die Zeit weg. Ich würde mit neuer Reife so anfangen, mal zu fahren, dann diesen Federn-Step machen, mal, um das Back-to-Back zu probieren. Und ab der Hälfte von dem nächsten Training müssen wir auf jeden Fall den immer fahren lassen, damit er sich auch mal in die Schikane eingruft und einfach zum Fahren kommt. Das heißt, wir planen für mich nochmal eine 20 Minuten, Viertelstunde mit einem gebrauchten Reifen, entweder mit seinem oder mit dem, weil der ist ja neuer. Ja, ich würde trotzdem den drauflassen, damit wir da eine Luftdruckentwicklung haben. Motor, Wassertemperatur ist relativ hoch. Ja, die Motor ist immer dreistellig. Und ist jetzt nicht warm. Ja, wir hatten eine E-Wassertemperatur. Hallo. Letzten Mal. Okay, du kommst gerade rein. Jo. Was denn? Weiß nicht, Wassertemperatur ist relativ hoch. Der hat einmal durchgefahren mit 108 Grad, ne? 103. Entweder können wir. 130 oder ist entspannt? Ja, warten wir die dreistellig bei so einem Wetter, bei VLN. Also, ich erinnere mich an 89, 92 in der VLN, immer. Okay. Ich kann nochmal so gucken, wie der Kühler aussieht, ob er dolle zu ist oder sowas. Also bei der Temperatur gerade ist ja nochmal. Also, nichts lassen. Also, ja, nur 10 Grad zu kalt, ne? Also, es könnte ja 10 Grad wärmer werden. Ne? Ja. Das kann bei hoher Temperatur tagsüber nicht funktionieren, so. Gott, Füllstand kann man ja einmal auch kontrollieren, aber was habe ich eben noch gemacht. Ja? Ganz gut, ja. Okay. We'll be right back.
ist von der Tendenz deutlich grundmütiger, so beim Einlenken, aber ich kriege ihn nicht umgesetzt. Das eigentlich am Exit kommt der Arsch. Ach, brutal, der Traktion ist absolut null. Eigentlich, wenn du wirklich, aggressiv auf Bremsdruck einlenkst, dann hast du so ein bisschen das Merk erarbeitet. Ich stand fast. Der fällt mir fast reingefahren, der weiße Küss. Weil ich gesagt habe, so, ich hau jetzt ganz spät auf die Bremse und lenke ein. Ich bin mit 60 da um die Kurve gerollt und trotzdem hatte ich so einen Lenkeinschlag. Ja, aber das Problem ist halt, dass die Tendenz, was man erreichen wollte, dass mit dem Hinter tiefer gehen, dass man mehr Traktion kriegt, das ist ja auch nicht eingetroffen. Also wir haben die Traktion nicht katastrophal. Du bist in jeder Kurve, aber außer nur am Gegenlenken, nur am Querfahren. Das ist so brutal. Von der 1,26,7 schnelle Variante, das wäre locker 1,28 hoch jetzt, ne? Oder 1,29,0 oder was, ne? Auf 1,31. Ja, 1,7 Sekunden bin ich langsam wie vom ersten Test. So geht's mir, das sind ungefähr 1,5 Sekunden. 1,7 Sekunden langsamer, wie wir mit dem unfahrbaren, aggressiven Auto gefahren sind. Ja, weil ich bin ja letzte Woche mit dem Fahrwerk, mit der Abstimmung von letzte Woche, das hat mit aggressiv nichts zu tun. Ich bin letzte Woche hier schneller gefahren wie vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen. Ich bin letzte Woche hier 1,25,8 gefahren, was 1,28,0 entspricht. Damit wärst du irgendwo Platz 10 oder 12 oder sowas. Und das wäre ja okay damit. Ja, Mensch, aber die Frage ist, warum wir jetzt wieder so weit weg sind von allem, das kapiere ich nicht. Also wenn das Auto auch nicht fährt, das merkst du schon beim Fahren selber, dass es scheiße langsam ist. Ja gut, wir gucken jetzt mal gerade, was bei dem Setdown rauskommt. Und dann gehen wir davon aus, dass es so ist, wie wir es denken. Dann machen wir. Wir würden Feder tauschen. Wir würden das Reck wieder machen. Und dann sind wir wieder da, wo wir heute Morgen waren. Genau, dann haben wir. Aber das hat ja beides nichts gebracht. Das Komische ist halt, dass du schon. Also gerade so wie jetzt das Danny beschreibt, dass du am Ende auf dem Curb oder Richtung Curb auf Gegengerade, wenn der da mal noch das Heck fliegt, dann macht der Dämpfer gar nichts mehr, weil der Dämpfer hängt ja schon unter drin, stehst schon lange auf Vollgas, dann macht der Dämpfer gar nichts mehr. Und das, noch, aber deswegen würde ich dieses Rake-Thema einfach mal extremer angehen, um zu sehen, kriegen wir wenigstens das Übersteuern, das ist doch fürs Übersteuern oder auch hinten in der Passage dann. Wir haben halt dann ein untersteuerndes Auto, weil wir weniger Gesamtehre vom Auto nutzen und die Hinterachse stärken, korrekt? Wenn wir tiefer gehen. Wenn wir tiefer gehen. So, dass wir einen Riesenschritt in 6 mm auf 6 mm mal machen und dann einfach mal sagen, okay, das hat wenigstens jetzt das bewirkt, weil komischerweise bauen wir im Auto um und es bewirkt nichts. Weil wenn wir jetzt wieder nur sagen, wir machen den kleinen, wir haben noch 2 Fahrstunden heute, dann sind 4 Stunden weg und vielleicht sitzen wir dann heute in 2 Sessions wieder hier und sagen, das war jetzt einfach nur mal meine Info, ob wir das so machen können. Scheiß auf die Sperre, wie sie jetzt ist, 20 Minuten weniger. Das Rake fast halbieren auf 6 oder 8. Die Sperre steht auf 125, 120. Und von mir aus 0,2 Grad mehr Sturz auf der Vorderachse, um da ein bisschen. Nur dann die Bremse, die muss halt auch funktionieren. Reifebild gucken wir uns gleich nach an, der Stoff. Hat er doch schon. Und dann müssen wir gucken, wie es wird, ob wir dann einen Unterschied merken. Wieder mit neuen Reifen raus. Bumm. Tja, Kevin, ne? Dass wir uns jetzt hier in dieser härtesten Serie als Gaststarter hingesetzt haben, ist ja schön und gut, ne? Man muss dazu sagen, wir sind leider, und das sehe ich immer mehr in der, das habe ich auch in unserem Vlog-Video gesagt, wir sind aktuell einfach komplett am Limit, was auch Mitarbeiter angeht. Und es ist fast schon unseriös. Wir sind heute nur mit 2 Mechanikern da und unserem Technikberater Christoph und wir können gar nicht so richtig in die Tiefe gehen, in die Daten. Klar hätten wir jetzt irgendwie einen fremden, neuen Dateningenieur holen können, aber irgendwo ist man es auch leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe gesagt, komm, wir machen das jetzt, wird schon gut gehen. Wir müssen auch irgendwann mal Glück haben, aber Glück haben wir nie, wirst du nie im Motorsport haben, glaube ich. Und dazu kommt, ich sage das jetzt wertfrei, Lamborghini hatte uns zugesichert, einen Dateningenieur zu schicken, weil wir ja doch, ach, so ein tolles Team sind und so schön wäre für Lamborghini, dass doch nochmal ein anderes Team hier mit dem Lambo in der GT Masters startet. Dann hat sich das ja gestern abgezeichnet, dass der Nico nicht fahren wird und wir haben das auch veröffentlicht. Dann wurde der Ingenieur nicht geschickt von Lambo und sie hatten dann doch keine Zeit. Einfach mal so.
damit, da haben wir schon drauf nicht gehofft, aber ja, jetzt ist ja mehr oder weniger das alteingesessene Team Grassa Racing ist hier und die haben einen Werksingenieur dabei, der war auch heute Morgen hier und hat uns da geholfen, weil wir ein ABS-Problem hatten. Ist halt aber auch alles super optimal. Wir starten hier in der Liga der Supersportwagen mit echt stumpfen Waffen. Also, dass wir mit scharfen Waffen hier auch nicht viel scharf schießen können, ist klar. Wie gesagt, wir sind realistisch. Schwierig ist aber, wenn wir noch nicht mal das Potenzial ausschöpfen können, was wir in der Theorie können. Wir sind einfach am Limit. Und da muss man sich dann irgendwann fragen, entweder kriegt man es hin, indem wir wirklich mal einen Aufschwung haben und wir mehr Auftragslage oder mehr Budgets zur Verfügung kriegen. Das ist kein Rumgeheule, ne? Entweder das passiert oder man muss sagen, okay, dann müssen wir einfach... Egal wie das Wochenende ausgeht, da muss man einfach so das hinterfragen, ob das wirklich so sinnig ist. So lachend in die Kreissäge laufen, weißt du, was ich meine? Mhm. Wir machen das ja schon aus Spaß, aber auch aus Überzeugung und auf keinen Fall. Und das auf keinen Fall für Show und Schein oder wir wollen euch unbedingt tollen Motorsport zeigen. Das machen wir gerne, ja, das ist mein Statement. Wir wollen euch gerne mitnehmen, aber wir machen das in erster Linie für uns. Und unsere Partner vielleicht. Dass wir ein YouTube-Format haben, ist das Coole daran, aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Ende aus. Und ich habe auch kein Problem damit, irgendwo im hintersten Drittel hier am Wochenende rumzufahren, weil mehr steht uns auch einfach nicht zu. Es wäre auch wirklich nicht normal, wenn wir in unserer Konstellation hier irgendwas zeigen könnten. Aber ich möchte aber auf keinen Fall wirklich überrundet werden. Und das ist aktuell noch der Stand. Aber wir geben nicht auf oder ich schiebe auch die Schuld nicht irgendwo hin. Ich versuche jetzt nicht die Schuld dir oder dem oder irgendeinem zu geben. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir es jetzt zusammenbringen. Und wir haben hier fähige Leute. Der Christoph ist ein erfahrener Motorsportler. Der Heiko ist ein erfahrener Motorsportler. Ich bin eigentlich auch jetzt kein mega Dummbatz hinterm Lenkrad. Ich bin zwar ein Amateur, aber es kreist so ein bisschen der Scheißhaufen über uns. So kann man es sagen. Aber let's go racing, ne? Weiter geht's. Das ist erstmal. Die bauen jetzt nochmal Setup um wieder und wir gucken einfach. Wir gucken. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, weil diese ganze Rumfahrerei, du machst so viel Leuten Platz, du bist so viel langsamer, habe ich wirklich die letzten 3,5 Runden so wirklich bis zu meinem Abflug, habe ich oder bis 3 Viertel Runden, habe ich für meine Verhältnisse mich extremst konzentriert, habe gepusht, war auf dem Monitor auch ein bisschen schneller, ich glaube 1:31 oder so,
war auch optisch die ganze Zeit in dem Pulk Bentley und dem anderen Küssauto. Das Problem ist, das Auto rutscht halt mir komplett, drei Viertel der Kurve rutsche ich unter Steuern durch das Ding Richtung Dorinth. Komme dann irgendwann mal dahin, dass, also das ist halt, und da habe ich einfach nur so, ich fahre Spitzer, Lenkspitzer ein, gehe kurz vom Gas, bremse an, setze um, gehe voll aufs Gas. Hab ich gedreht. Ja. Hast du echt so, du hast quasi drei Momente, du hast. Wenn du aggressiv einlenkst, hast du eine kurze so Turn in Overstier so ein bisschen, da hat sich wahrscheinlich halt weggedreht. Wenn du dann im Normalbereich bist, hast du dieses Untersteuern. Aber halt auch ewig. Und wenn du aufs Gas gehst, ist halt Fraktion null. Wenig. Und ich habe einfach jetzt gesagt, so, jetzt vielleicht ist es ja auch nur so, ich muss ja auch mal aus meiner eigentlich eigenen Komfortzone raus, das muss sich ja auch mal eklig anfühlen. Und das ist aber so, dass das gar nicht eklig ist, weil du drehst dich so schnell weg, das ist nicht wirklich eklig. Oh. Aber er dreht sich dann weg, das ist definitiv so. Und ich dachte, da hast du Auflaufzone, ich wollte einfach mal gucken, lenkt der ein oder ist es einfach nur das Gefühl, dass er sich wegdreht, aber der dreht sich weg. Ist maximal im Keller, obwohl wir das eigentlich nicht vorhatten. Wir wollten ein geiles Wochenende haben. Wir haben zwar nicht mehr das Problem, was wir letztes Jahr hatten mit dem mit diesem Symptom. Wir haben aber einfach, der Wurm ist bei der Karre drin. Und das sage ich jetzt auch so, wie ich hier stehe. Das wird mein letztes, entweder wird es eh mein letztes Rennauto, was ich mir jemals angeschafft habe. Weil ich weiß gar nicht, wie man das sonst alles so gestalten soll mit neuen Rennautos. Aber ich werde mir nie wieder ein gebrauchtes, drei Jahre altes Rennauto kaufen. Wir sind voll von der Pace, komplett in der anderen Liga. Wir sind Stand heute 2,4 Sekunden hinter der Spitze. Ne? 2,3 Sekunden hinter der Spitze. Unfassbar. 1,9 glaube ich, ist unser schnellste zu der insgesamt schnellste. 29,9, 27,7. 29,6, 5,8. Also, ja, ist ja egal. Brutal, das sind Welten, ja? Das sind Welten. Dass wir da nicht ganz, dass wir da nicht vorne mitfahren, ist klar, aber das ist unfassbar. Und wir kriegen das Auto einfach erstens nicht in die Balance, so wie wir es brauchen. Und zweitens haben wir halt auch mit dem Auto Fahrzeug, wir haben Probleme, wir haben keine Leistung. Wir sind mit Abstand auch das langsamste Auto auf der Geraden und da musst du nicht viel können. Uns fehlen auf die anderen Lambos 5, 6 km/h, ne? 6. Also wir sind immer der langsamste. Von allen Autos immer der langsamste auf der Geraden. Wir haben auch Unterschiede in den Daten. Nur Lambo sagt, es wäre okay, beziehungsweise ja, da ist was, aber wir wissen auch nicht was. Und wir haben nun mal jetzt auch keinen Ingenieur von den Jungs gestellt bekommen. Wir schauen uns jetzt selber die Daten an, obwohl das einfach, ja, das ist, wir haben jetzt 19 Uhr, wir werden jetzt nochmal das komplette Auto zerlegen. Alle Sachen, die vielleicht in Frage kommen könnten, wo irgendein Bug drin sein könnte, werden wir uns nochmal anschauen. Kannst du ja vielleicht die GoPro aufhängen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Weil wir drehen uns hier komplett im Kreis und das ist nicht der Sinn der Sache. Ich bin mal gespannt, was heute Abend noch so dabei rumkommt. Wir haben morgen nochmal zwei Test-Sessions.
Ja, da muss man gucken. So macht das absolut keinen Sinn. Das ist erstens gefährlich und zweitens ist es komplett sinnlos. Ne? So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Wir haben Pizza bestellt, das ist das einzig Positive an heute Abend. Und dann müssen wir kein mal gucken. Bier. Kein Bier. Und ja. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen früh. Ne? Ciao.